Jetzt geht's los. Ach, Sie sind aus Deutschland. Na dann sagen Sie mal was auf Deutsch. Passierschein, Befehl! Erkenne ich doch alles. Haben Sie nicht mal was Neusch? Da haben wir was neu reinbekommen. Jetzt hören Sie mal gut hin. Sätze, die deutsch klingen, aber nicht deutsch sind. Zum Beispiel: Die meisten Menschen fahren besser Auto als ich, ist kein deutscher Satz. Vielleicht habe ich recht, aber vielleicht auch nicht, ist kein deutscher Satz. Wenn das Flugzeug steht, werde ich noch sitzen bleiben. Ich muss wirklich nicht der Erste am Gepäckband sein. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich besitze keine einzige Tupperdose, ist kein deutscher Satz. In Florenz trage ich sicher keine kurze Hose, ist kein deutscher Satz. Auf der Rolltreppe stehe ich rechts und halte links frei, denn wer es eilig hat, der kann dann einfach an mir vorbei. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich weiß nichts über die Abläufe bei der Deutschen Bahn. Wenn die mal zu spät sind, dann werden sie sicherlich einen Grund dafür haben. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich fühle mich in diesem Land gerecht behandelt, ist kein deutscher Satz. Das neue Parkhaus hat den Schlossplatz überhaupt nicht verschandelt, ist kein deutscher Satz. Meine politische Meinung interessiert ihr sicher nicht und ich glaube, ich behalte sie heute einfach für mich. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich mag alle deutschen Dialekte generell, ist kein deutscher Satz. Besonders sächsisch, denn das klingt für mich so intellektuell, ist kein deutscher Satz. Auf die Zugfahrt werde ich keine harten Eier mitnehmen, der Gestank ist für die anderen Gäste unangenehm. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Der Lärm vom Straßenfest stört mich, aber ich löse das elegant. Bevor ich die verklag und tausend Leuten den Spaß verderbe, fahre ich an dem Wochenende lieber aufs Land. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich möchte an der Stelle was Persönliches sagen. Ihr könnt in der Pause von mir CDs kaufen. Ich bin zwar Veganer, doch das sage ich nicht jedem, ist kein deutscher Satz. Ich bin kein Veganer, doch das sage ich nicht jedem, ist kein deutscher Satz. Schau dir die Frau da in dem Twingo an, ich bin mir sicher, dass sie wirklich sehr gut einparken kann. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Das Lied hat eigentlich 72 Strophen. Ich kürze das ein bisschen ab. Wenn der Lehrer sagt, mein Kind ist kein Genie, hat er recht, ist kein deutscher Satz. Den Elfmeter für die anderen gab es wirklich zu Recht, ist kein deutscher Satz. Wenn wir zahlen, habe ich keine Lust auf Aufrechnerei. Komm, wir teilen die Rechnung einfach durch drei. Ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich brauche gerade kein neues Elektronikprodukt, ist kein deutscher Satz. Ich habe noch nie eine ganze Folge Tatort geguckt, ist kein deutscher Satz. Du hast einen Witz auf Kosten meiner Heimatstadt gemacht, doch der Witz war wirklich gut, darum habe ich trotzdem gelacht. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Die Jacke ist richtig praktisch, weil man die Ärmel absippen kann. Doch leider sieht die Jacke einfach scheiße aus, da kann die noch so praktisch sein, ich zieh die sicher nicht an. Liebe Passagiere, dies ist das Ende unserer Fahrt. Dear passengers, the next stop is the last stop of our Fahrt. Das ist ein deutscher Satz, das ist ein deutscher Satz, ja, ja. Dankeschön. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich fühle mich in diesem Land gerecht behandelt, ist kein deutscher Satz. Das
neue Parkhaus hat den Schlossplatz überhaupt nicht verschandelt, ist kein deutscher Satz. Meine politische Meinung interessiert ihr sicher nicht und ich glaube, ich behalte sie heute einfach für mich, das ist kein deutscher Satz.